Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier im letzten Part noch auf der Raststätte stehen geblieben. Aber hier werden wir nicht mehr lange bleiben, sondern wir werden gleich weiterfahren. Handbremse vielleicht mal lösen. Das werden wir uns auf den Weg machen, wo wir eigentlich hin wollten. Ups. Boah, Kollege. Schon gleich letztes Feld zu Anfang. Auf geht's. Der Hintergrund ist ein Dubstep-Mixer an. Ja, ist ja von mir kennt. Ja. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich das Call of Duty Let's Play erstmal auf Eis legen muss, weil ich gestern Scheiße gebaut habe. Oder beziehungsweise für euch ein paar Teile vorher. Ich habe aus Versehen Steam irgendwie was gelöscht und dadurch ist Call of Duty deinstalliert worden. Und jetzt muss ich das erstmal wieder runterladen und zum Spielstand hinzocken, also kann ein Weilchen dauern. Aber ich versuche das so schnell wie möglich wieder hinzubiegen. Um wieder mit dem Let's Play weiterzumachen. Ansonsten zwischendurch, was kann ich da aufnehmen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich werde erstmal die zwei Projekte hier lassen, also Fußballmatch und Euro Truck. Ja. Vielleicht werde ich zwischendurch mal wieder ein bisschen auf LOG aufnehmen. Oder auf anderen Servern. Also auf Thump, wisst ihr. Dann mal sehen. Nächstes Geräusch geht mir ja schon wieder auf den Sack, so. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Nichts eigentlich weiter. Außer, dass ich jetzt mit einem Kollegen, also ihr wisst ja, BlitzRP01, bin ich jetzt mit beiden einen Minecraft-Server zu machen. Wo ihr dann später auch drauf zocken könnt. Werde ich auch eine kleine Minecraft-Server-Vorstellung machen. Und ja, ihr bekommt rechtzeitig Bescheid, wann ihr drauf könnt. Und ja. Heißen wir da, den Namen haben wir schon, kann ich euch schon sagen. Pixelbude 1-2. Genau wie das Funkspiel, was ich hatte, was wir aber aufgegeben hatten. Und ja. Ja. Was gibt es noch zweite zu ankündigen? Eigentlich für nichts weiter. Außer dass wir diese scheiß Fahrt noch haben. Und die wir im letzten Part leider nicht mehr geschafft hatten. Was ich schade fand. Ich hätte sie gerne geschafft. Ich werde gleich mal was testen nach dieser Aufnahme oder nach dieser Aufnahme-Season. Ich habe nämlich gleich noch mehrere Let's Plays vor. Ich werde mal gucken, ob ich Battlefield 4 Let's Playen kann oder ob es leckt. Was ich jetzt schon weiß, der Sound leckt, deswegen werde ich wahrscheinlich noch auf dem Apple Team Let's Play an. Wollen wir mal sehen. Heute schon ist wohl locker die Fahrt.
Also ich hoffe es zumindest. Okay, wir nähern uns einer Stadt, wie man im Hintergrund sehen kann. Aber das wird nicht unsere Stadt sein, weil wir noch 162 Kilometer entfernt sind. Bin ich gerade voll am Überlegen, aber ich weiß gerade nicht, was ich überlege. Mir schwirrt nämlich einfach so im Kopf rum, weil deswegen bin ich auch gerade so ruhig, weil ich noch irgendwas nachdenke. Vergesse ich, mir fällt's nicht mehr an. Halb sieben in keine Ahnung wo. Wo sind wir gerade, in welches Land? Tschechien? Ja, Tschechien. Oder Polen? Ja, doch, Tschechien. Fresh Logistik, aha. Hey, Grenze. Nee, jetzt sind wir in Tschechien. Tschechische Republik, wie man es nehmen will. Und im Hintergrund sieht man schon Städte. Große Städte, Hustus. Ne, ich glaube, wir fahren gerade in die Stadt rein, oder nicht? Unsere Stadt wissen es aber noch nicht, weil wir noch ein bisschen entfernt sind. 60 Kilometer nämlich ungefähr. Sind wir auch noch pünktlich? Verbliebene Zeit, ja doch. Ah, puh.
Anscheinend fahre ich wohl schon die richtige Geschwindigkeit, so wie ich das eben gesehen habe. Kilometer her. Hat keiner gesehen. Wow, wir sind sogar noch pünktlich da. Also von meinem Timer her aus so. In Bratislava. Ein Majestic, also Mercedes. Eure Lieferung. Da, aber da, jo, da sind wir. So, jetzt werden wir mal kurz gucken, was wir jetzt neue Ware gekriegt haben. Oder halt Aufrissteile, so. Lackierung, Motor, großes Fahrgestell, eine Seitenverkleidung und ein Türgriff. Wo war dieses Scheißteil für? Genau, das ist für dich. Das einmal um. Puh.